So, ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, wo ihr gesagt Hyrule Warriors. Im heutigen Part geht's ab in die Ranelle-Schlucht, ein zweites Mal bisher. Und zwar werden wir da nicht mit Link reingehen, sondern wir gehen, weil wir es noch nicht erfahren haben, wie es ist, mit Zelda so zu spielen, gehen wir da mit Zelda rein. Da fällt mir gerade ein, das sehe ich jetzt gerade erst, wo ist der Gorone hin? Ich habe leider keine Ahnung. Komisch. Egal. Ab mit Zelda in die Ranelle-Schlucht. Wir benutzen unser Glimmer-Rapier, weil es einfach die stärkste Waffe ist, die wir haben. Und wir fangen mal am besten an mit einer Story, die wieder uns erzählt wird. Link's rashness nearly cost him his life, as shadowy doubles overwhelmed him. At the last moment, Link's ally salvaged a rescue from otherwise certain defeat. The Master Sword is a mighty weapon. But its true power can be used only by someone who understands the bonds of friendship. The Hyrulean army was rallying its strength, but Sia's forces still controlled much of their homeland. The only way to save Hyrule was to defeat Sia. The Hyrulean army headed to the Valley of Seers to force a decisive battle. But Sia did not sit idle, despite her overwhelming advantage. She found new ways to fortify her troops using her own life force. The cost to herself was irrelevant, so long as she crushed her enemies. The final battle between the armies of light and darkness was about to unfold. Also, wir sind zurück in der Ranelle-Schlucht. Es ist auch dasselbe Level. Wir gucken natürlich erstmal wieder aufs Schlachtfeld. Also, wir als Zelda sind unterwegs. Mit Ruto, Link, Impa, Darunia ist auch dabei, warum auch immer. Huch, Midna, Fei, Lana und ein paar Hauptmänner. Jupp. Dann gibt es auf der anderen Seite Sea und Volga, Dinodorus, oder wie man sie ausspricht, und zwar nicht zu wenig. Und Frostnachtschwärmer, ganz viele. So, Festungen gibt es, ich glaube, wieder dieselben Festungen. Ich glaube auch nicht, dass es sich irgendwie geändert hat. Und alle gehören den Bösen. Wir wissen, was das heißt. Genau, wir nehmen einfach alles ein wieder. Es ist immer noch dasselbe Level. Obwohl, ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert. Aber nee, es sieht immer noch aus wie dasselbe Level. Also, die Ranelle-Schlucht zum zweiten Mal. Wir haben zwar das Tal der See erreicht, doch unsere Truppen zwischen Ost und West aufgeteilt. Ja... Das merke ich schon. Was ich gerade auch merke. Aua. Was bist, das ist, glaube ich, dieser Dinosaurier, ne? Ja, yes, so ein Exhalfoss, glaube ich. Die Moral ist... Oh Gott, die bösen Truppen sind auf jeden Fall gestärkt. Das ist nicht gut. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, hier sind auch wieder diese Skeletons drin. Ob der böse Ganondorf auch irgendwas vorhat? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, Dings hat nichts damit zu tun. Wir müssen ins Heiligtum der Göttin gelangen. Und unsere Macht wieder zu gelangen. Ja, das Schöne ist, ich kann es auch nochmal nebenbei sehen. Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird es hier nur noch eins in Hyrule sein. Und ich weiß gerade zwar nicht... Ach nee, Geschichte sein. Zum Hyrule Hyrules. Hyrules. So, ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen so... die Story mal ein bisschen mehr mitlese. Spürst du den immer stärkeren Strom der Magie? Das ist das Heiligtum der Göttin. Erobere das Heiligtum der Göttin. Okay. Ich habe übrigens da oben eine zweite Leiste, das finde ich cool. Doch Ruto darf nicht fliehen. Wir gehen jetzt darunter schon mal direkt. Wir haben das hier schon mal ein bisschen mitgemacht und nutzen das zu unserem Vorteil. Also, ab zu diesem Göttending. Im Osten und Westen befinden sich Heiligtümer. Begib dich zu jenem, das am nächsten ist. Heiligtümer der Göttin. Die Frage ist gerade... Oh Gott, das Frostding, ne? Ich würde gerne mal wissen, wie heißt es jetzt, wann ich die Heiligtümer erkenne? Ist da ein Zeichen drin oder irgendwie so eine Art? Weiß ich ja nicht. So, jetzt gucken wir mal, was sie hier als Angriff hat. Oh, das ist cool. Das ist like, wie heißt es jetzt, ach, da wo ich war, ist auch ein Ding. Das ist like, wie heißt es jetzt? Super Smash Bros. Brawl. Da hatten sie ja auch diesen Pfeil. Und dieser Angriff ist gar nicht mal so unschön. So unschön? Ja, nicht unschön, genau. Das ist schön, das ist toll. Mal kurz überlegen, ob wie das richtig heißt. Mehr Bomben für mehr Frieden. So.
In der Hoffnung, dass wir kurz diese Festung hier aufmachen können oder einnehmen können. So, denn dann kommt dieser Festungskommandant und den töten wir auch. Das ist einfach nur zum Vorteil. So, unsere Feinde haben die Prinzessin Rute abgesehen. Ja, und dabei hat sie als einzige noch volle KP. Das ist echt unglaublich. Neben uns also, ne? So. Das zweite ist eingenommen. Das Westheiligtum wurde erobert. Ich empfehle nun die Eroberung des Ostheiligtums. Und ich glaube, das ist dann das da unten. Oh, guck mal, wer läuft denn da hinten? Alter, die Moral ist echt hoch. Und ich sehe gerade selber, dass da hinten ein Vorposten ist. Und dann noch ein zweiter auftaucht. Toll. Ja. Okay. Wenn ich auch jetzt mal gemacht habe. Ich habe mit Zelda irgendwo so ein Move, mit dem ich irgendwie das Teil hier auffüllen kann. Und ich schreie ziemlich stark. Und ich verliere gerade ziemlich stark KP. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, ey. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist auf jeden Fall vorbei. Langweilt ihr euch? Dagegen habe ich das beste Gegenmittel. Zweite Welle zum Angriff. Oh, nö. Ja, das war so fair zu sehen. Oh, diese ganzen Echsenmänner nerven ein bisschen. Vorhin haben die ziemlich viel Kraft. Ich glaube, mit Link wäre es eh einfacher gewesen. Ja, mit Link. Aua. So. Vor allem finden wir gerade keine Herzen hier. Das ist gut. Hilfe! So. Der nächste Exalfos ist besiegt. Ich hoffe, es kommt. Oh, Dinodorus heißt es nicht. Das sind nicht die Exalfosse. Das sehe ich gerade nebenbei so. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, ich sollte auch mal langsam um die zweite Festung kümmern, weil die sitzt ja noch da. So, aber erstmal gucken, was unter diesem Stein ist. Oh, Herzen. Die nehmen wir am besten mit, weil. Ja. Wir haben ein bisschen was abbekommen. Und zwar sehr viel sogar. So, diese Frostgeister sind hier auch noch. Die töten wir mal nebenbei. Ich habe auch Angst, was die machen. Weil, was ist das für ein Angriff? Hä? Voll die langsamen Kugeln, ey. Im Endeffekt, wenn man einfach zu schnell ist, rennt man da einfach rein, weil die Kugeln einfach so langsam sind. So, wie komme ich jetzt da runter? Der Feind jagt Prinzessin Rute mit aller Macht. Wir müssen ihr zur Hilfe eilen. Nicht hier richtig. Hier ist ein Wachmann. Ich glaube, ich bin auf dem Weg. Ist es hier? Ja. Oh, guck mal, sie hat so fleißig gearbeitet schon hier. Das ist gut. So, dann nehmen wir das mal direkt ein. Wenn es das ist, was sein soll. Ich bin erfolgreich. So. Das Schöne ist ja, mit diesem doppelten Angriff jetzt hier bei Zelda, können wir eigentlich den doppelten Spezialangriff durchführen. Und das ist eigentlich echt praktisch. Okay, okay. Okay, das war krass. So, nicht den Mut verlieren, es geht weiter. Ein weiteres Heiligtum muss es noch geben. Ja, das war irgendwie falsch zu sehen. Der Angriff ist, finde ich, cool. Na, stirb du mal. Was machen wir jetzt? Okay. Moment mal, es gab drei Heiligtümer? Ja! Das ist es. Eines im Süden. Yay! Du hast gespoilert. Moment. So. Was es auch immer damit auf sich hat. Lana sucht das letzte Heiligtum der Göttin. Toll, und das andere ist dann währenddessen auf die Bösen gefallen. Ja, jetzt haben sie es wieder und natürlich sollen sie verflucht sein. So ist es richtig. So. Du sollst auch verflucht sein. Diese ekelhaften... Voll! Ey! Danke, dass sie immer so Mini-KP noch haben. So, hier mal durchschießen. Einfach zum Vorteil, dass wir hier den Südheiligturm einnehmen.
Das könnte eigentlich nur uns zum Helfe kommen. So. Ach komm! Wie der einfach mal auf der Stelle stehen bleibt. Sie gehen erneut gegen Falk. Oh Gott, ich muss mich auch gleich mal um Falk kümmern. Denn, ja, auch sie hat ziemlich viel KP verloren. So. Gegen den kleinen Eckpunkt gehen wir folgt vor. So. Oh Gott. Habe ich das einfach daneben geschossen? Ja, habe ich. Ach Gott. Das war dämlich. Ja, das ist cool. Wie, ne? Oh Gott, jetzt sollte ich Fei suchen. Wo ist Fei? Also, Mietner ist vertrieben worden. Das ist nicht gut. Wo ist Pfei? Die suche ich gerade. Hier nicht. Pfei wurde vom... Ja, Pfei ist jetzt auch weg. Gut, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nee, nee. Das geht alles gerade in die falsche Richtung. Das soll es aber nicht. So. Ich fürchte, hier sieht es nicht gut für mich aus. Alter, wie schnell verlieren die denn die KP? Das ist, was mir mehr Sorgen macht. Hilfe! Nein! Der Kampf wird verloren! Das ist nicht wahr. Das geht gerade alles nicht in die richtige Richtung. So. Ab in den Norden. Ich weiß, wir müssen uns beeilen. Wir haben hier schon zwei Leute verloren. Das ist nicht gut. Seid ihr die Westerruine erobert. Das ist gut. So. Alter. Die sind echt... hartnäckig. Kann man nicht anders sagen. Die sind echt hartnäckig. So, und da ist auch schon wieder so ein Exalfos draufgetaucht. Also, nee, das sind ja die Dinodoros. Ich sage immer Exalfos, weil sie eigentlich... Ja, die anderen hießen immer so und die sehen verdammt ähnlich aus. So. Oho, prächtig, prächtig. Kannst du mal den hier anvisieren? So, weg mit dir. Oh, du bist tot. So. Am besten... Ja, es ist auch nebenbei eine Dings aufgetaucht. Eine, Spinne. Ich weiß gerade nicht den Namen. Enttäuschend. bin ja nicht so der Zelda-Profi. Die Moral der Truppen des Bösen sinkt. Das ist gut. Die dunkle Macht ist geschwächt. Wir haben die Oberhand in der Schlacht. Momentan. Alter, was geht hier ab? Lass meine Basis in Ruhe! Helf euch mal ein bisschen, sodass die Leute hier weg sind. Kriegen sogar dafür einen weiteren vollen Stoß wieder zusammen. Das ist gut. So. Huch, was ist jetzt los? Ah! Erlaube mir, dir eine Lektion zu erteilen. Oh, ich spüre einen Boss. Oh, ich spüre vier Bosse. Sechs Bosse. Bloß nicht. Was soll das werden? Oh je. Tja, das ist Wahnsinn! Ich habe so ein ganz böses Gefühl. Ja. Natürlich. Sind jetzt sechs Portale aufgetaucht? Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht euer Ernst, ne? Alter, um ihre wahre Macht zu erlangen, hat sie die Seele der Dunkelheit geopfert. Das ist nicht gut. So, die Quelle Göttin ist offen. Ja, ich glaube, die müssen wir jetzt auch direkt mal angreifen. Denn ich glaube, ansonsten haben wir ein Problem. So, nehmen wir kurz hier den Posten noch ein. Alles hier ein bisschen anders läuft, weil desto mehr Truppenpunkte wir haben, desto besser ist das eigentlich. Und sind mit den ganzen Knöpfen und Köpfen und... Hast du nicht gesehen? Ja, soll es nicht hier irgendwo sein? Hä? Das ist doch hier irgendwo... Ach, hier unten. Okay. So. Was können wir hier machen? Ich hoffe, irgendwas Gutes. Hey, ich werde sicher nicht zurückbleiben. Ich komme auch mit. Ja, hallo? Donnyre... Das ist nicht euer Ernst, ne? Die hylianischen Truppen haben das West... Ja, okay, das ist gut.
Sag mal! Ich glaube, solange da Text kommt, kann ich hier das Ding nicht aktivieren. Oder ich kann es gar nicht aktivieren. Hm, komisch. Gut, ich dachte, das hilft ein bisschen. Aber irgendwie bringt das nicht ganz das, was ich gedacht habe. Komisch! Gut, gucken wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, was wir so halbwegs angreifen können. Nachtschwärme ist besiegt von Darunia, das ist gut. Übrigens haben meine Truppen ziemlich wenig Kraft noch. Und da ist schon wieder so ein Exile-Ding. Warum es auch immer hier ist. Na komm. Ja, das war dein Fehler. Hehe, bist du tot? Ich hoffe es mal. Ja. So. Der Turm, die Ecke da hinten droht zu fallen. Das ist nicht gut. Da könnten wir mal kurz hingehen. Ja, Link, du machst es weiter. Ich will da mal kurz gucken, was da los ist. Oh, das ist ein Nachtschwärmer. Okay. Hallo, Nachtschwärmer. Hab mich sauer gemacht. Ich bin ganz sauer. Ich bin ganz sauer. Richtig aggressiv. So, und solange ich Gegner töte, ist eigentlich alles gut. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, was wir gemacht haben. Es war auf jeden Fall mächtig. Folgen wir dem Ruf der großen Fee. Ja, da war ich gerade schon. Ihr habt nichts gemacht. So, ich will noch kurz den hier töten. Weil einfach, das Ding, das Material, was das Ding hat, dieses Nachtschwärmer-Ding hier, will ich gerne haben. Meine Sophie hat das ja nicht mehr gehabt. Also KP. So, Ruto darf nicht fliehen. Und die Quelle der Götter darf nicht fallen. Was? Das ist eine Festung? Ja, ich bin auf dem Weg. Bin fast da. Ich locke Feinde vom Osten her an. Was? Nein! Lass das mal sein. So, warum droht das hier zu fallen? Weil da ein Geist ist, okay. Warum auch immer da so ein Geist aufgetaucht ist, ich weiß es nicht. Lasst mich die Verstärkung des Feindes aufhalten. Sie dürfen den Magiekreis nicht erreichen. Nicht finden. So, stirb mal, danke. So, den Rest müsst ihr selber machen. Kann ich alles für euch machen. So gut bin ich jetzt auch wieder nicht. Locke, was so? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wir werden angreifen, so kommen wir nicht weiter. Beschütze Darunia. Was soll ich? Geh mal jetzt hier gucken kurz. Moment. Hallo, Ruto. Ich will mal jetzt wissen, was hier los ist überhaupt. So langsam bin ich verwirrt. Ist auf jeden Fall eine ganz komische Schlacht. Was passiert jetzt bei diesem wunderschönen, wunderschönen Himmel? Ah! Was? Ein Teil der Truppen der Böse ist verschwunden. Hä? Die Moral der Truppen steigt. Das ist nicht gut. Oh Mann. Ha, das nennt ihr Magie? Ich bin wirklich überaus enttäuscht. Ja, ich bin auch enttäuscht. Die Ostruine ist offen. Hm. Also das ging ja mal voll in die Hose. Ah, oh nein, Folger. Ihr Feldmarschall gehört mir. Alter, was geht hier ab? Oh oh. Ich sollte am besten... Ich gehe einmal kurz hier außen rum, nehme die Posten ein. Alter, und da sind schon wieder Exhalfasser aufgetaucht. Die Posten ein und dann gehe ich rüber. Und werde
Dings machen. Wie heißt es jetzt? Folger bekämpfen. In der Hoffnung, dass das was bringt. So, der ist besiegt. Gefahr. Ja, es ist echt hier viel los, sehe ich gerade. Alter, das macht mir gerade ziemlich große Probleme. So, das gehört dem Bösen schon wieder, ne? Ja, es war sowas von klar. So, egal. So, komm. Machst du dich lustig über mich? Ja, ich muss es ja machen. So. Ach nee, was? Oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Mach eigentlich auf, du schimpfst dich ein Krieger? Das andere ist, Ruto schimpft sich auch eine Krieger. Nein, nein, keine dunkle Macht kann mich mehr beherrschen. So. Den noch töten. Hat die dunkle Macht... Hä, was geht denn jetzt ab? Ja, Alter. Irgendwie machen heute die Gegner richtig viel Schaden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier ist ziemlich viel los. Wo bist du, Folger? Du musst hier irgendwo in der Nähe sein. Da hinten bist du. Oh je, was auch da immer los ist. Es ist viel zu viel. Und wir machen ein bisschen Ordnung. In die falsche Richtung. So. Ein bisschen Ordnung machen. Dass wir auf jeden Fall hier ein bisschen... ja, Probleme loswerden. Denn ich finde, ein Nachtschwärmer, ein Exalfos und Folger ist ein bisschen viel. Oh Gott, vor allem, weil er den Drachen machen kann. Na, komm. Ich weiß, dass du angreifen willst. Und dass du ziemlich stark bist. So, erstmal den hier loswerden. Übrigens mache ich den Part wieder länger. So. Alter! Lass das mal sein, es nervt ein bisschen hier, was hier abgeht. So, mein Gott. Sie drängen uns zurück. Alter. Was auch immer das war. Alter. Oh Gott, ich überlebe das nicht lange, wenn er nochmal so einen Angriff macht. Das ist doch der, der den Angriff macht, oder? Ich hoffe es auf jeden Fall. So. Erstmal den hier weg. Das ist dann erstmal ein Vorteil. So, da hinten ist Folger. Kriegen wir sogar ein bisschen Herzenergie oder was? Nein, kriegen wir nicht. Aber wir können unsere Magie wieder voll machen. Folger? Hallo? Wo ist Folger hin? Ist er abgehauen? Ey, jetzt wo ich die Magie mache, haut er ab oder was? Ist aber nicht sehr nett. Vor allem, weil es mir nicht gebracht hat, irgendwie hier anzugreifen. Der ist auf einmal weg gewesen. Egal, wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dass wir unsere Herzen wieder auffüllen. Folger. Ach, da hinten ist der. Oh Gott, Link. Nein, Link. Link ist ziemlich angeschlagen. So, Zelda hat Link gerettet. Ja, was für ein... ja, vergiss ja nicht, die Prinzessin zu danken, Link. Und du? Du stirbst jetzt noch in dem Part. So. Danke. Er hat irgendwie aber nicht so viel... Sag mal, kannst du mal bei deinem Ziel bleiben? Hallo, ich bin dein Ziel. So. Komm, stirb. Du bist gleich tot. Das kannst du nicht mehr lange überleben. So. Adios, Folger. Folger wurde besiegt. Na? Kann ich mich irgendwie ducken? Ich mag verloren haben. Ach nein, er ist noch da, okay. Aber, doch, ich bereue nichts. Was, Folger hat verloren? Diese nutzlose Blindschleiche. Schließt sich uns an. Hier nimmt mein Schwert. Der Eingang der Pyramide ist offen. Ich habe ihn getötet! Nein! Oh je. Ich habe Folger getötet, ich bin ein Mörder. Egal. Im nächsten Part geht's hier weiter. Bis dahin, danke fürs Reinschalten und Mazzella Vista, Baby.